Hallo und herzlich willkommen zu Samen-Andi erklärt die Welt und den Garten. Auch heute wieder aus meinem kleinen, schnuckeligen Samenladen hier in der Frankfurter Innenstadt. Ich begrüße euch. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder erzählt von Spritzbrühen und dass die gesprüht werden und wie auch immer bei Pflanzenschutzmitteln. Aber ich habe nicht erzählt, mit was die gesprüht werden. Spritzgeräte, Sprühgeräte, das ist eine Wissenschaft für sich, würde ich fast sagen. Eigentlich ist es eine ganz einfache Sache. Stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, was ist ein Dampfmaschine, was ist ein Spritzgerät? Das ist im Prinzip immer dasselbe. Es gibt Drucksprüher und Pumpsprüher. Diese Drucksprüher, die haben einen Druckbehälter. Egal ob die große 200-Euro Spritze oder die kleine 15-Euro Spritze, ist immer dasselbe. Einen kleinen Druckbehälter, eine Art Luftpumpe mit einem Flatterventil. Früher war das mal eine Ventilkugel und eine Feder. Heute hat man festgestellt, das Flatterventil für 2 Cent tut es auch. Ein Schlauch. Hier ist er in der Pumpe liegend. Bei den großen Geräten ist er außen dran. Ein Ventil und eine Sprühdüse. Und jetzt zeige ich euch mal ganz, ganz einfach, wie sowas aufgebaut ist, wie sowas funktioniert und wo mögliche Fehlerquellen liegen. Das heißt, wenn mal so eine Spritze nicht funktioniert, kann man die für gewöhnlich reparieren. Zumindest wenn sie aus dem Fachhandel ist, wenn sie von, weiß nicht, Solo, Mesto oder Gloria oder wie die auch immer heißen, die ganzen namhaften Birkler, guter Spritzenhersteller aus der Schweiz. Diese Spritzen kann man reparieren. So eine 5,50 Euro Baumarktspritze, die kann man nicht mehr reparieren. Da kauft man sich eine neue, da sind die Ersatzteile teurer wie die, naja gut. Fangen wir mal an. Ich zerlege euch mal hier so eine ganz normale Mesto-Druckspritze. Das ist ein kleines Modell, 3 Liter. Das ist handlich, das ist tragbar. Das ist die Pumpeinheit. Ne? Das heißt, das steckt in der Mitte von der Spritze. Das ist wie eine Luftpumpe. Ihr könnt damit pumpen. Das funktioniert hervorragend. Hier unten, ich zeige mal ins Mikrofon. Da ist eine kleine, kleine Flatterdichtung. Hier seht ihr sie. Klack, klack, die verhindert, dass die Luft rauskommt und die Feuchtigkeit nicht rein. Also eine ganz normale Luftpumpe. Ich kann die aufmachen und kann die fetten von innen. Das ist, glaube ich, der häufigste Fehler, dass man diese Dinger nicht fettet. Das heißt, ich ziehe die ganz raus und drehe, zack, und kann sie rausnehmen. Meine Praktikantin verarscht mich gerade am Fenster. Ja, du bist live auf Sendung. seht ihr, ich habe das Ding ganz leicht auseinandergezogen. Also nochmal, ich hake das Ding hier unten ein, verschränke das, so pumpt sie normal. Ich ziehe es ganz weit raus, drehe das und ich breche es nicht ab. Es macht irgendwann Klack und er springt hier oben raus aus dem Bajonett. Und ich habe hier ein weiteres Ventil. Das heißt, wenn ich das rausziehe aus der Röhre, lässt es Luft durch und wenn ich es reindrücke, spannt es sich auf wie so ein Schirm und drückt die Luft durch die Flatterdüse raus. Ne? Ein ganz normaler Kolben heißt das Ding im Fachgeschäft. Genau, und hier außen drauf, das muss natürlich immer gut gefettet sein, mit schön ordentlich Vaseline. Mm. So, also das machen wir wieder zu. Wir wissen jetzt, wie wir den Druck aufbauen können in der Spritze. Zack. Hier oben am Rand dieses Pumpkolbens ist eine Dichtung. Das heißt, wenn ich das in die Spritze eindrehe, dichte ich sie damit ab. Jetzt kann ich Druck aufbauen. Bis zu 3 Bar kann ich auf so eine Plastikspritze draufdrücken. Bei diesen Metallspritzen hier geht das bis, oben ist ein Manometer, bis 6 Bar hoch. Bei der Edelstahlspritze. Wozu der hohe Druck? Ich kann höher hinaus. Wenn ich die Edelstahlspritze habe, kann ich eine Verlängerung von 3-4 Metern aufsetzen und kann ganz oben im Baum sprühen. Das geht mit so einer Kunststoffspritze nicht. Da ist, glaube ich, nach 1,50 Meter Schluss. So, also ich pumpe das Ding auf. Ich baue Druck auf und Druck auf und Druck auf. Das hier ist ein Überdruckventil. Wenn ihr zu viel gepumpt habt, kommt das Ding raus und bläst ab, ohne dass euch der Behälter um die Ohren fliegt.
Das zeigt euch auch ungefähr an, wie weit ihr schon gepumpt habt. Ihr müsst schon richtig gut pumpen. Je mehr Wasser drin ist, desto weniger müsst ihr natürlich pumpen, um den Druck aufzubauen. Zasch. Die Spritzbrühe wird natürlich auch hier oben eingefüllt. Das ist wie so eine Art kleiner Trichter. Da kommt immer, wenn ihr was gegen Läuse oder irgendwas spritzen wollt, gegen Pilze, immer erst das Mittel rein. Dann die entsprechende Menge Wasser zuschrauben und dann Vollgas geben. Pump, 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 pump. Hier ist ein Schlauch. Hier wird die Spritzbrühe von unten, natürlich, die sammelt sich am Boden, durch den Schlauch getrieben zu einem Handventil. Hier ist auch ein kleiner Kolben drin, den können wir vor und zurück tun. Der Kolben wird immer nach unten gedrückt von einer Art Feder. Die kann man, wenn man hier hinten aufschraubt, rausholen, reinigen. Das ist gerade, wenn man was Schmutziges gespritzt hat, hier ist kein Sieb drin. Irgendwie eine Brennnesselbrühe oder so. Und dann verstopft dieses Handventil. Und das kann man hier hinten aufschrauben, hier vorne aufschrauben, hier unten aufschrauben und kann das durch alle Richtungen putzen, dann geht's wieder. So, das Wichtigste an dieser ganzen Spritze ist natürlich die Düse. Diese Düse ist so konzipiert, dass sie, egal wie hoch der Druck im Behälter ist, immer dieselbe Menge Sprühflüssigkeit abgibt. Das wird dadurch erwirkt, dass hier vorne eine Art Kreisel drin ist. Das bringt das Wasser in Drall. Ich zeige das jetzt gleich in Nahaufnahme nochmal. Das bringt das Wasser in Drall. Das Wasser dreht sich ganz schnell und wird aus diesem winzig feinen Loch hier oben in der Messingdüse in alle Richtungen rausgedrillt. Das funktioniert hervorragend. Und so funktioniert eine Druckspritze. Also, was kann ich falsch machen bei einer Druckspritze? Erstens, ich fette sie nicht ordentlich. Zweitens, ich spritze mit irgendwelchen festen Stoffen, die hier diesen Ventil oder die Düse verstopfen. Das lässt sich reinigen. Den dritten Fehler, den man machen kann, ist, dass man Spritzbrühe hier drin stehen lässt. Man muss die Spritze also nach jedem Gebrauch reinigen. Warum? Diese Mittel sind unter Umständen aggressiv, greifen die Dichtungen an. Im Winter haut es das Ding auseinander, weil es auffriert. Also immer nach dem Gebrauchen ausspülen mit Wasser, trocknen lassen, gut ist. Dieses Monstrum hier ist genau dasselbe. Die Technik ist 100% identisch. Hier sind einige Teile natürlich aus Messing, aber selbst hier ist eine ganz einfache Flatterdichtung drin. Die ist identisch mit der. Auch hier ist ein Handventil mit einem kleinen Kolben und einer Feder drin. Auch hier ist die Messingdüse mit Drall drin. Also die Komponenten sind immer gleich, egal welches Modell ihr nehmt. Ich habe noch eine uralte Brettspritze, das ist eine Zwei-Mann-Spritze, die zeige ich euch in einem extra Video hier im Anschluss auf dem Kanal. Das ist ein bisschen aufwendiger, das ist ein historisches Modell, was wir gerettet haben. Das lassen wir immer Lehrlinge aufbauen, um sie zu ärgern. Das zeige ich euch im Anschluss. Dieses kleine schnuckelige Modell hier, sowas würde im Laden um die 15 Euro kosten. Eine Spritze mit Behälter aus gutem Kunststoff, deutscher Produktion, kostet 35 Euro. Und so eine richtig aufwendige, Jahrzehnte haltende Spritze kostet dann schon über 200 Euro. Die ist aus Edelstahl etc. etc. Die Anschaffung rentiert sich wirklich nur, wenn ihr viel spritzt, wenn ihr große Obstbaumgrundstücke habt und dann damit irgendwie die Raupen bekämpfen müsst. Ansonsten tun es diese kleinen Modelle auch. Alle sind reparabel, alles ist austauschbar. Das ist schon Markenqualität aus Deutschland, von der Firma Stockburger unten in Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde im Anschluss, wie gesagt, noch die Brettspritze vorführen. Das gibt ein extra Video, weil es zu wenig Leute sonst interessiert. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, folgt meinem Kanal, besucht mein Portal www.samandreas.de. Da habe ich einen schönen Blog, da berichte ich immer so ein paar Hintergründe hier vom Laden. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch eine bildschöne Woche. Ciao!